Ja, moin. Jetzt ratet mal, wer 2 Wochen Ferien hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ab heute richtig viel Zeit habe für neue Videos, wie zum Beispiel diesen hier, in dem ich euch das Programm GIMP ein bisschen versuche beizubringen und auch so ein bisschen die Intention der guten Thumbnails zu erklären. Also quasi, was ein gutes Thumbnail ausmacht und wie man seine Thumbnails verbessern könnte. Dazu muss ich erstmal sagen, wie ich meine Thumbnails mache. Ich nehme für meine Videos, könnt ihr einfach mal nachgucken, ganz oft einzelne Szenen aus meinen Videos, also quasi ein Standbild aus meinem Video und haue es einfach als Thumbnail bei YouTube rein. Und dann so bei Tutorials zum Beispiel mache ich das Ganze so ein bisschen mit Schrift. Aber man kann jetzt nicht irgendjemandem wirklich vorschreiben, wie er seine Thumbnails zu machen hat. Denn da ist es mir wichtig, dass ich werde euch gleich zeigen, wie ich meine Thumbnails mache oder wie ich ein Thumbnail mache. Aber es ist viel wichtiger, dass du quasi deinen eigenen Weg findest und das machst, was dir gefällt. Denn es gibt zum Beispiel, was Sinn macht bei Vlogs, das ist ja auch generell verbreitet so, da nimmt man schon häufiger so einfach so Standbilder mit meinetwegen Emotionen. Ich mache jetzt in meinen Videos dann nicht so mit Emotionen. Manche blenden halt unten in ihre Videos hier so da so ein Bild von sich ein und irgendwie sowas mache ich halt nicht. Bei Gaming-Videos nimmt man dann ganz oft nicht nur Standbilder aus dem Spiel, weil das Spiel kann nicht jeder holen. Das heißt, dass an dem Thumbnail dann einfach nichts Besonderes wäre. Und deswegen schreibt man dann oft noch so ein bisschen Text zu, meinetwegen blendet dann oder packt auf das Thumbnail noch ein paar Waffen, einfach um es so ein bisschen interessanter zu gestalten. Und bei Tutorials ist es auch sinnvoll, Schriftzug oder irgendwas anderes anzubringen, damit es einfach das Thumbnail an sich einfach weiter auffällt. Mache ich bei Vlogs jetzt nicht, ich könnte ja auch irgendwas draufklatschen. Ich finde das einfach ein bisschen cooler und ein bisschen cleaner. Und was ich dir auch noch mit auf den Weg geben will, ist, dass du nicht direkt ein perfektes Thumbnail machen wirst, denn das ist so ein bisschen ein Prozess, der viel mit Selbstkritik zu tun hat. Du musst quasi versuchen, kannst du das Thumbnail machen, vielleicht auch dann noch zweimal, und dadurch kann man dann quasi herausfinden, was einem gefällt und dann beim zweiten Versuch das besser machen, was im ersten eben nicht gut war. Was ja auch, ich denke mal, für alle ganz wichtig ist, weil man dann gerade auf YouTube eben so dieses eine Herausstellungsmerkmal hat, was alle anderen eben nicht haben. Und das ist nämlich sehr wichtig. So, und GIMP ist damit, finde ich, ein echt gutes Programm, um quasi seine Ideen, die man eben hat, umsetzen zu können. Es kostet nichts, ist natürlich auch auf keinen Fall so gut wie Photoshop. Das kostet ja, ich glaube, 12 Euro oder wenn nicht sogar mehr im Monat. Könnte ich mir leisten, will ich aber nicht, weil es damit mit dem Programm nämlich auch geht. So, dann switchen wir gleich hinten an den PC. Dann werde ich euch kurz zeigen, wie man es installiert, das Programm mal kurz erklären und dann eben ein Thumbnail mit euch einmal durch. Und dann ein Thumbnail mit euch einmal durchspielen, also das Prinzip, wie ich es mache und vor allem auch, wo ich meine Rohdateien für das Thumbnail herbekomme, erkläre ich euch dann auch. So, komm mit! Jetzt ist natürlich die Frage, warum wir uns hier in meinem Schnittprogramm befinden. Und das erkläre ich gleich, aber erstmal zum Schnittprogramm. Das ist wirklich mega nice, ist auch kostenlos und habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch jetzt auch hier oben rechts angucken. Und wir sind hier in meinem Schnittprogramm, weil es 3 Methoden gibt, um erstmal das Thumbnail, die Rohdatei an sich zu bekommen. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr quasi das mit eurem Schnittprogramm das Bild rausrendert. Wenn ihr wisst, wie es geht, macht das so. Dann könnt ihr natürlich meinetwegen bei Real-Life-Videos das schon mit der Kamera einfach ein Bild geknipst haben. Ganz normal nur nach 15. Und bei dem Programm gibt es die dritte Methode, weil das Programm kann meines Wissens nach keine einzelnen Bilder rausrendern. Und deswegen rufen wir hier jetzt bei Windows über die Windows-Taste und suchen dann nach Snipping Tool, was wir dann öffnen. Damit kann man nämlich Screenshots machen. Das ist auf keinen Fall eine Methode, wo man irgendwie jetzt gute Qualität rausbekommt von den Bildern, aber für den Zweck, wofür wir es machen wollen, reicht das, weil das Thumbnail ist wirklich, ist einfach ja so winzig bei dem. Es ist echt nicht so wichtig, dass es wirklich gute Qualität hat. Ich nehme jetzt hier eine Szene, die habe ich von einem Battlefield-Video, also habe ich letztens mal ein bisschen gespielt und aufgenommen, einfach just for fun. Und hat dann den lieben Aqua getroffen. Grüße an dich, gehen raus, sieht er halt eh nicht. Doch, könnt ihr mir mal schicken, haut mal raus, Jungs, pusht mal ein bisschen. So, dann nehmen wir am besten noch das hier mit dem Mündungsfeuer. Sieht super nice aus. Richtig schön dickes Clickbait, nein, Spaß. Und jetzt ziehe ich mir jetzt einmal groß. Also groß eben deswegen, weil ich dann eben noch eine relativ gute Qualität habe. Wie gesagt, ist nicht so wichtig, aber kann man dann auch so machen.
habe jetzt hier mein Bild und speichere mir das einfach irgendwo hin. Dann rufen wir Google auf und geben GIMP ein. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ich kann eigentlich immer empfehlen, das bei Entwickler selbst zu machen. Das ist eben GIMP.org und hier downloaden wir uns einfach runter das ganze Programm via BitTorrent. Falls jemand weiß, was es ist, macht das. Aber wer nicht weiß, was es ist, könnt es einfach so directly downloaden. Das macht nämlich auch kein Problem. Und dann fängt es an, hier unten von links runterzuladen. Nice. Ich denke mal, das mit der Installation kriegen die meisten Leute selbst hin. Einfach das Ganze hier installieren. Auf Deutsch am besten. Und dann, ja. Nach der Installation öffnen wir das Programm einfach mit einem Doppelklick. Komplett normal. Und jetzt sucht er erstmal ein bisschen nach Arbeitsdaten. Das dauert ein bisschen, aber okay. Und jetzt sind wir quasi in GIMP. Das ist hier schon meine angepasste Oberfläche. Ich habe das mir halt, also man kann, das Programm ist so aufgebaut, dass man quasi diese ganzen Werkzeuge hat, die man sich hier auch dann andocken kann. Und ich habe hier auch schon viele Sachen angedockt. Ich glaube, von Anfang an sieht es nicht ganz so aus. Da kann ich euch empfehlen, dass ihr quasi den Haken setzt bei Einzelfenstermodus, weil ansonsten ist es komplett blöd und so soll das eigentlich gar nicht sein. Deswegen habe ich das so gemacht, habe das Ganze dann im Vollbildmodus hier. Falls das hier nicht da ist, könnt ihr Fenster und dann auch was andocken. Könnt ihr hier euch das andocken oder ebnen und dann kommt das halt hier hin und dann könnt ihr euch das irgendwo hinschieben. Und wenn wir jetzt ein neues Thumbnail machen wollen, drücken hier oben auf Datei und Neu. Ich mache meine Thumbnails immer in HD, also in einer HD-Auflösung. Ganz wichtig ist 16:9, weil es ist halt bei YouTube ein bisschen schwierig. Die dürfen nicht größer als 2 MB groß sein. Und wenn man Full HD Thumbnails hat, dann ist das öfters mal größer als 2 MB. Deswegen kann ich das nicht empfehlen. Deswegen tippe ich hier das ein. Wie gesagt, wer es in Full HD haben will, kann eingeben 1920x1080. Macht aber keinen Sinn. Dann haben wir einen Hintergrund, den mache ich eigentlich meistens weg. Hier kann man eben, das ist quasi diese Hintergrundebene, die kann ich mir auch anzeigen und ausblenden lassen. Und die braucht man eigentlich nicht. Und da lösche ich die dann erstmal raus. Und jetzt ziehe ich mir erstmal hier mein Thumbnail von eben einmal rein, anheften, angeben, nein, komm, wir schaffen das. Ziehen das uns einfach hier rein und damn, da ist es drin. Und das passt natürlich noch nicht ganz. Es gibt nämlich erstmal jetzt hier so ein ganzen paar Tools. Das erste Tool, was sauber ist, das Transformationstool oder Verschieben-Tool. Damit kann man Objekte verschieben. Dann gibt es, was ich auch unglaublich oft benutze, das Transformation. Das heißt skalieren. Ach, keine Ahnung, was alles heißt. Drückern eben quasi wichtig ist, dass ich das hier auswähle und dann das hier skaliere. Wenn wir jetzt das hier drücken, dann bleibt es quasi auch immer gleich. Wenn wir das hier wieder entkoppeln, können wir das auch quasi so verzerren. Das wollen wir aber eigentlich nicht. Und jetzt kann ich mir jetzt schon mal ungefähr hier so da in die Ecke schieben. So, hab jetzt hier mein Thumbnail. Ist schon mal ganz nice, aber das ist natürlich noch nicht optimal. Denn es gibt noch mehrere Tools, die kann ich einmal kurz auch erläutern. Das ist ein Auswahlfeld. Hat man so eine Auswahl, das ist eine Kreisauswahl. Hiermit kann ich quasi eine freie Auswahl belegen. Dann gehe ich quasi einmal hier so lang und habe dann meine Auswahl. Und dann gibt es noch ein Tool. Es gibt so viele Auswahltools. Das Tool ist, ich weiß nicht, Zauberstab. Oh, das heißt sogar Zauberstab. Bin ich gut. Damit kann ich quasi gleichfarbige Bereiche auswählen. Ja, dann habe ich quasi diesen hellen blauen Ton, habe ich hier dann, oder diesen lila Ton. Habe ich dann ausgewählt und dann gibt es noch die magnetische Zauberschere. Damit kann ich quasi an Strukturen entlang sucht, hier sieht man das vielleicht, das Ding sucht sich selbst so den Weg. Das klappt aber nicht wirklich so geil. Deswegen nehme ich zum Ausschneiden meistens das Ding hier. Hiermit kann man ein Textfeld erstellen und dann gibt es hier noch so Fülldinger, wo man etwas füllen kann. Dazu komme ich gleich auch noch. Das ist wieder so ein, hiermit kann man erst noch auswählen. Damit kann man das Ganze, ach genau, Auswahl löschen, macht man da, Auswahl auf löschen. Mit dem Ding kann man das einmal das ganze Ding drehen. Hiermit kann man das so ein bisschen dann noch verschieben, so ein bisschen zerren. Hiermit ebenfalls. Und hiermit kann man das Ganze dann spiegeln. Und wenn wir Steuerung drücken, ist auch immer ganz wichtig, kann man das eben dann anders, dann gibt es quasi noch so eine Funktion um drauf. Ich glaube, es ist schlauer, das Ganze anders zu lösen. Ich mache es, glaube ich, so, dass ich das Ganze transformiere. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann ziehe ich mir das hier ein bisschen größer, so nach Gefühl. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, dass man das hier alles noch sehen kann. Da müsste man eben gucken, das ist halt vom Spiel zu Spiel immer unterschiedlich, wie das eben gelöst ist, weil bei Battlefield hast du halt ein relativ großes Interface. Jetzt wollen wir das Thumbnail natürlich noch so ein bisschen krasser gestalten.
Und das ist dann meistens das Gaming Summit, wie gesagt, schon so ein bisschen diese Schrift. Aber wenn wir das Ding und machen hier so ein Textfeld, nehmen wir irgendeine Schrift, ich weiß gerade gar nicht, die ist ganz nice. Da schreiben wir erstmal in Caps Lock hier, Aqua, machen das ist noch ein bisschen größer, so ungefähr 150 immer ein gutes Maß. Oder das ist 200 eigentlich, ich weiß gar nicht, klappt das so? Ja, klappt das so? Aqua haben wir da stehen schon. Und dann nochmal so ein Ding. Da steht jetzt einmal Aqua und einmal gekillt. Das kann ich jetzt mit dem Ding hier wieder schön hin und her schieben. Und jetzt gehen wir hier, wir wollen das, wie gesagt, ein bisschen nice haben. Können wir erstmal das Ganze hier farblich einmal anpassen. Und dann machen wir hier Auswahl auf Alpha-Kanal. Wenn ich wüsste, wo es ist, da. Jetzt wird nämlich genau nur die Schrift ausgewählt. Und jetzt nehme ich mir das Tool. Ich kann also quasi mit diesem Bottich hier, also ich kann erstmal so die Schrift jetzt hier raufziehen. Oder eben die Schrift auch vorher schon hier so ändern mit dem Ding. Ey, wir nehmen das Ding. Farbverlauf. Und das sieht doch eigentlich schon ganz nice aus, oder? Ja, cool. Das passt so. Da kann man quasi hier, das ist die Farbe oben, das ist die Farbe unten. Da können wir uns quasi einen Farbverlauf draufziehen. Mit Steuerung rast das auch alles so ein bisschen ein. Da Ding, 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 Ding. Jetzt machen wir jeweils hier unten eine neue Ebene auf mit dem Ding. Also wir können uns hier auch so Ordner anlegen. Ebenengruppen, die man auch alle dann benennen kann. Dann kann ich mir das alles so ein bisschen besser organisieren. Das brauchen wir jetzt nicht, wir machen einfach jetzt das neue hier auf. Neue Ebene mit denselben Dingen da. Die Ebene ist jetzt leer und wir wählen uns jetzt wieder hier irgendwas aus, was wir wollen. Wir können ja einfach wieder Aqua nehmen. Machen Auswahl auf Alpha-Kanal und machen jetzt Auswahl vergrößern um 3 Pixel und wählen die Ebene aus und packen jetzt, das ist ein bisschen komplizierter, weiße Farbe auf die Auswahl. Das ist komplett dumm, aber wenn wir jetzt die Ebene nach unten schieben, haben wir einen weißen Rahmen um unsere Schrift. Und dann können wir rechts machen, Ebene nach unten vereinen, da, und haben das jetzt als eine Ebene. Dasselbe mache ich gerade nochmal für den Kollegen hier. Wichtig ist, was mir gerade noch einfällt, dass man wirklich die weiße Ebene, die leere Ebene auswählt. Nicht die, weil wenn ich jetzt hier das Weiße drauf ziehe, ist quasi die Schrift weg. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir jetzt noch den letzten Schliff dem Ganzen hinzugeben wollen, machen wir, drücken das hier an, drücken einmal STRG und C, lassen alles los, drücken dann einmal STRG und V, haben jetzt eine schwebende Ebene, die können wir eben dann einmal hier zur neuen Ebene drücken, haben jetzt eine ganz neue Ebene. Das ist jetzt quasi eine exakte Kopie und die Ebene, die gehen wir hier und färben die einmal mit einfärben, Helligkeit nach unten, ja komm, ganz schwarz und die kommt jetzt oben drüber. Jetzt können wir Steuerung am Mausrad drehen oder hier unten können wir reinzoomen. Und die schiebe ich dann immer ein bisschen dem Tool ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach oben. Also so. Und die Ebene wird einmal jetzt mit dem Weichzeichner und dem Gaußschen Weichzeichner geweichzeichnet. Mit 25. Ungefähr ist immer ein ganz guter Wert. Hab jetzt hier sowas, was blöd aussieht. Wie eben, aber das schieben wir jetzt einfach unten runter. Und damn, da haben wir unseren Schatten. Und das ist echt, das macht das aus, ne? Den Schatten kann man auch noch ein bisschen weniger machen, hier mit der Deckkraft. Und sich dann nach unten vereinen. Und dasselbe mache ich jetzt noch einmal für gekillt. Und fertig haben wir jetzt unsere beiden Dinger mit zusammen Schatten. Und das können wir jetzt eben hin und her schieben, wo wir so wollen. So. Das kann man eben auch ein bisschen drehen. Da sage ich hier Aqua. Drehen wir so ein bisschen. Und den killt so ein bisschen. Da haben wir echt so, ich finde, gerade wenn das, wie gesagt, Mühe geben und so, dann sieht das echt schon ganz nice aus, finde ich jetzt. Und bei jetzt sage ich mir, komm, das Ding gönne ich mir auch noch. Die Waffe, mit der spiele ich hier gerade, die kann ich mir jetzt noch herunterladen. Wichtig ist, dass ihr Bilder nehmt, wo quasi hier so diese Quadrate sind, weil die sind immer, ist der Hintergrund quasi schon entfernt. Das kann ich mir auch mal kurz speichern auf dem Desktop. Ja, ich glaube, vielleicht können wir das sogar bringen. Denn, komm, Battlefield 1, Logo, suchen wir uns wieder ein tolles raus. Am besten eins genau mit dem Hintergrund. Und dann hauen wir uns das hier auch noch einmal kurz rein. Weil Logos sind auch mal ganz praktisch, weil dann weiß man direkt, worum es sich handelt. Und das ist immer noch das Problem, dass es hier hinten so ein bisschen blöd aussieht. Da kann man jetzt noch so einen Trick anwenden. Wir nehmen jetzt hier das Tool, das finde ich ja wie gesagt am besten. Gehe einmal hier lang, wo mich das Ganze stört. Mach den Kreis einmal zu. Ich kann die Auswahl auch gerade noch so ein bisschen größer machen, so 20 Pixel hier oder so.
dann blende ich die aus, dann ist das quasi keine scharfe Auswahl. Das erstmal wird die Kurve weich und quasi haben wir auch so nach da innen einen kleinen Verlauf. 50 passt auch. Und macht das jetzt hier so Dane und ist es weg. Ey, so eine kleine Vorschau auch immer ganz praktisch. Nehme ich noch 10, oder? Ja, das passt. Dann habe ich jetzt das und habe jetzt hier mein Battlefield 1 Logo drauf. Ich glaube, ich bin mir aber nicht ganz sicher, dass man das auch so, wie ich das hier gerade mache, doch ganz gut hinbekommt. Wenn ich das jetzt so ein bisschen drehe, ein bisschen kleiner mache den Oschi hier. So. Und dann das Ganze wie eben mache mit Auswahl auf Alpha-Kanal. Auswahl vergrößern. Ich mache quasi dasselbe wie eben. Ich mache es halt einfach nur ein bisschen cooler noch. Neue Ebene. Dann die Ebene hier weiß den Kollegen. Und Hund fein. Und jetzt können wir noch ein bisschen rumtrollen hier. Also ich finde, man muss halt immer so ein bisschen Mühe zum Detail oder ein bisschen genau Liebe zum Detail sollte man hier an den Tag legen. Können wir auch jetzt hier das Ganze noch ein bisschen kleiner ziehen. Gefällt mir so ein bisschen besser. Und da mache ich auch jetzt wieder diesen weißen Rahmen drum. Man muss halt da, wie gesagt, das ist halt das, was ich euch zeigen will. Man muss halt so seinen eigenen Stil finden. RIP, Eckweiß, RIP, wunderbar. Ja, ist noch nicht ganz perfekt. So, jetzt ist es aber Bombe. Ich finde, das kann man sich so echt angucken. RIP, Eckweiß, Dames. Mega nice. Also ich habe halt dann immer so eine Idee schon im Kopf quasi. Ich habe auch das jetzt hier im Kopf gehabt schon. Zum Beispiel, dass ich eben dann genau diese Szene einblende, die wir hier gerade sehen. Man kann gerade schon am Arbeiten ist, kommen einem noch bessere Ideen, wie zum Beispiel das hier. Die Idee ist mir auch eben gerade erst beim Working by Doing. So, wisst ihr. Mit Speichern können wir einmal hier machen, indem wir hier auf Speichern drücken. Also dann können wir quasi das Ganze als Datei speichern. Also nicht als Bild, sondern als Datei, die man später noch öffnen kann. Und weiter bearbeiten kann und exportieren machen wir hier drüber. Das haue ich mir auch wieder auf den Desktop drauf und nenne es Thumbnail und dann können wir auf exportieren klicken, dann drücken wir auf exportieren und jetzt das Kompressionsniveau können wir eigentlich auf einstellen, weil bei gar keiner Kompression wird es über 2 MB groß und bei 1 bleibt es eigentlich locker eher unter 2 MB. Den Rest lassen wir so, drücken auf Exportieren und da haben wir unser fertiges Thumbnail. Das ist auch jetzt nur 1 MB groß, überhaupt kein Problem. Also was man noch hätte machen können, fällt mir halt auf, das hier oben ein bisschen ausblenden, mit derselben Technik, wie ich das hier ausgeblendet habe. Und guck mal, das haben wir gerade gemacht in 20 Minuten, mit Erklären. Würde ich das, hätte ich ja nicht erklärt, hätte ich das gemacht in 10 Minuten. So ein geiles Thumbnail, ist doch geil, oder? Jetzt solltest du eigentlich einen ungefähren Plan, ich denke vielleicht sogar einen ziemlich genauen Plan haben, wie du jetzt deine Thumbnails anstellen musst. Du musst natürlich erstmal gucken, was für eine Art von Thumbnail oder was für eine Art von Videos du machst. Und dann kannst du diese Idee mit dem Programm und den Techniken, die ich dir gerade gezeigt habe, denke ich schon ganz gut umsetzen. Wie gesagt, es wird jetzt nicht direkt perfekt werden. Aber mit ein bisschen Übung klappt das auch. Ich kann euch ja mein Thumbnail einblenden von einem alten Video von mir. Ja, und jetzt eins von heute. Ich denke mal, man sieht da schon so einen gewissen Unterschied, oder? Und mir ist gerade noch die Idee gekommen, dass wenn ihr euer Thumbnail fertig habt oder mehrere schon gemacht habt, dass ihr eins davon auf Instagram hochladet und mich dann markiert oder taggt. Ich heiße da @tvtroll und dann kann ich mir immer ein bisschen eure Thumbnails angucken und gucken, was ihr so macht, weil ich finde das unglaublich cool, wie, also verschiedene, ihr müsst nur auf Video gucken, weil kein Thumbnail sieht irgendwie jetzt so aus wie ein anderes und gerade wenn man Leute anguckt, die wirklich coolen Content machen, die haben auch meistens coole Thumbnails, oder? Deswegen wünsche ich euch jetzt toi toi toi, dass ihr euren eigenen Stil oder eure eigene Art jetzt entdeckt bzw. entwickelt. Und wenn euch dieses Video dabei geholfen hat, könnt ihr das gerne mit einem Daumen nach oben bewerten, meinen Kanal abonnieren, auf Instagram mir folgen oder auch auf Twitch, weil ich will nämlich auf Twitch livestreamen. Da heiße ich TV mit einem Unterstrich dazwischen. Folgt mir mal da, alle Links sind auch in der Videobeschreibung. Ich enjoy jetzt noch meine 2 Wochen Ferien und drehe vielleicht noch ein neues Video oder andere Videos und bin vielleicht auch noch an gewissen Örtlichkeiten, die ziemlich nice sind. Aber das werdet ihr alles auf diesem Kanal erfahren. Bis demnächst. Ciao, ciao. Ich bin raus.